Yuchi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Start. Weiß auf soweit, aus der Zelda-Reihe. Okay, was wollte ich nochmal? Hier geht es um Holz. Okay, gucken wir mal kurz. Am Stall, du Ruine, so bla bla bla. Was ist das Bösen? Teleportation? Oh, das wird arschig, da ranzukommen. Verdächtiger Verkäufer. Da. Xenoblade Chronicle 2 und ich hab da komisch genuscht. Von Zentrum der größten Brücke nach Süden, von der linken Auge des Totenkopfes nach Osten, von durchstoßenen Gipfel nach Südosten. Okay. Das funktioniert allerdings nur nachts, also werden wir mal eine Nacht drüber schlafen. Jetzt wie ein Tag drüber. Ich hoffe, das funktioniert. Das mit einmal, weil ich habe nicht viel Holz. Shit. Hab nicht viel Holz vor der Hütte. Aber das Gute ist ja, das Feuer kann man öfters mal, also das Feuerlage. Bis abends. Da so sich da einknicken kann, so sich hinhocken kann. Also ich könnte das nicht lange, weil irgendwann von mir der Fuß einschlafen, also die Füße. Okay, nach Osten, das ist auch so. Ja, wir müssen nach Osten gucken. Na, das ist nicht Osten. Ja. Oh, da ist es. Habt ihr das Pfeifen gehört? Und dann fahren wir da hin. Und mir fällt das gerade auf. Ich sollte lieber eine Maske aufsetzen. Sonst werden da wieder die netten Skelette kommen und mich annerven. Sieht echt hübsch aus, die Lichtsäule. Okay. Jetzt nicht. Ich könnte ja mal langsam mal versuchen, auch die nö, hier, die habe ich benutzt. Also diese Viecher sind so nervig. Habe ich nicht gesagt, dass der nächste Idiot da kommt? Ich frage mich, was eigentlich passiert, wenn ich das überspringe, also dass ich nicht hingehe. Dann erwartet, dass es morgens wird, weil ich ein Lagerfeuer mache, ob es dann verschwindet. Oh, guck mal, unsere Fleischlieferanten. Das Problem ist nur, sie greifen an, egal was man macht. Deswegen. Oh, sieht auch hübsch aus, oder? Nö, ich will es leuchtend haben. Hallo, leuchtend. Na, so bitte. Und ich glaube, da schnüffelt so ein Viech hinter mir. Kann das sein? Das sieht besser aus. Bergungstaucherweste. Cooperation mit Xenoblade Chronicle 2. Ein Moos für alle, die Schätze aus den Wolken mehr bergen wollen. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Zumindest nicht hier in diesem Game. Okay. Okay. Wollen wir mal ein bisschen Materialien besorgen? Tja,
Tja, und das heißt natürlich, ein paar Monster platt machen. Ich könnte hier... Ja, jetzt natürlich funktioniert es nicht. Oh, furchtbar werden dann halt die Elektrofliederbeißer. Oh, die werden eine mittlere Katastrophe, weil die ja auch so... eher so schockierend sind. Das Doofe ist ja auch, wenn man sie mit einer Bombe bekämpft, kann es nämlich sein, dass sie durch die Druckwelle nach vorne gesteuert werden und dann einen richtig ahlen. Das habe ich schon öfters schon hinter mir. Sieht echt schön aus mit der Steilküste. Ich frage mich, an welches... Oh, wieder schlechtes Gewitter. Schlechtes Gewitter. Eigentlich wollte ich sagen, schlechtes Wetter, Gewitter, so ein bla bla. Ich wollte nämlich gerne mal wissen, welche Länder sollen Hyrule angrenzen. Das würde mich irgendwie interessieren. Das ist eigentlich ja nicht so bekannt. Und ich glaube, ich muss die Waffen wechseln. Naja, Metall zieht Blitz an und irgendwo. Ja, der Bogen muss das sein. Was will ich mit denen? Naja, nehme ich die erstmal. Sind zwar keine Schönheiten. Aber besser als vom Blitz. Ey, sehe ich das richtig? Ein antiker Kern? Tatsächlich, antiker Reaktorkern. Wow, das war das erste Mal, dass ich hier so einen finde unter den Ruinen da. Oh Mann, du bringst aber echt schlechtes Gewitter mit, mein Freund. Ich meine, das ist ein Drachen, den wir jetzt nicht sehen. Aber ihr hört diese, chinesisch ähnlich klingende Mucke, die, ich weiß nicht, ob es jetzt so allgemein auch ist, aber in chinesischen Restaurants wurden tatsächlich so chinesische Musik abgespielt, um halt da auch die Donau-Atmosphäre zu gewährleisten. Und daran erinnert mich eigentlich hier die Mucke, die da abspielt. Nimmt auf, gut. Okay, überlegen wir, was wir machen. Also, wenn ich da noch eine weitere Erinnerung suche, also die Erinnerung, die auf der Kamera festgehalten sind, also bis wir auf den Chica-Stein, müssten wir hier hingehen und... Ja, was ja problematisch ist, deswegen auch unter anderem ist, weil das ist mitten in einer Ebene von Hyrule und wir wissen ja, alles voller Wächter. Und glaubt mir Leute, mir ist nicht gut Kirschen zu essen. Weil, ich weiß nicht, ob Kirschen essen. Ja, deswegen muss ich mich ein bisschen vorbereiten. Ich bräuchte dann auf jeden Fall... verdammt, hier rutscht. So. Scheiße. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Nein. Oh, Mist. Der Schweinebraten ist abgehauen. Aber hier ist nicht der Krog-Rätsel. Nee, nicht den Fuchs töten. Der tut nichts. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Alles klar. Oh, Maxi-Trüffel. Ach, die schon wieder. Warte mal. Wie sieht's denn fleischtechnisch aus? Oh, okay.
Wow, alle drei. Ja, die haben mich wegen den Regen nicht kommen gehört. Es war fies von mir, das Problem ist nur, die sind auch fies zu mir. Die greifen mich an. Und man kann sie auch nicht anvisieren, interessanterweise. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil sie nicht so als Gegner wahrgenommen werden. Wo sie dann angreifen. Naja, ist es schon ein Unterschied, ob nun ein Tier angreift oder ein Monster. Ach ja, da werden wir uns einen Spaß haben. Also hier, ja. Dieser Kasten ist nämlich dieser nette Labyrinth. Und da ist nämlich auch ein Schrein. Da will ich mal ständig einen Stempel setzen. Und vor allem, da ist auch dieses Medaillon, das uns teleportieren kann. Ja, und das kann sehr arschig werden. Ihr werdet sehen und seht ihr. Die lassen keinen in Ruhe, also deswegen habe ich kein Mitleid. Auch dumm ist von diesen Viechern, dass sie nämlich auch mitten im Kampf angreifen. Das heißt, wenn man mitten im Kampf gegen eine Leune ist, gegen eine Leune, dann meinen sie müssen angreifen. Oder wenn man sich an einem Leunen vorbeischleichen will, weil die Leunen, die, man glaubt's kaum, die sind tatsächlich nicht so angriffslustig wie die anderen Monster, sondern die können auch einen in Ruhe lassen. Man darf natürlich nicht den Fehler machen, dass man da jetzt irgendwie eine verdächtige Bewegung macht, wie zum Beispiel Waffen ziehen oder ihn fotografieren. Naja, haben wahrscheinlich so eine schlechte Erfahrung mit Paparazzis gemacht, deswegen mögen sie das nicht. Hier ist eine Laterne, da ist eine Laterne. Ist aber nicht so wichtig. Das Laterne, es gibt kein Achievement. Ja, da ist es hier nicht drin. Und das geht auch nicht notwendig für 100%. Nur. Ja, man kann sich darüber streiten, ob es gut ist oder schlecht ist, dass es hier kein Achievement kriegt. Aber. Ich weiß nicht, so wichtig ist das eigentlich auch nicht, ein Achievement. Oh nein, meine Nase juckt, das ist nicht gut. Ich will nicht niesen. Und ich will auch nicht so schnaufen, um den ganzen Scheiße rauszukriegen. Wo will ich eigentlich hin? Ach ja, ich will zu Repuelo. Und mal gucken, wie viel die antiken Pfeile kosten, weil die werde ich brauchen. Und dann, was ich auf jeden Fall auch gucken muss, ja, wie Stulz. Antiker Riesenkern ist eigentlich genauso schwer ranzukriegen wie Sternschnuppen, beziehungsweise Sternensplitter. Oh, die Götter müssen wieder zu viel Cola gesoffen haben, so wie die pissen. Weiß ich nicht, wo ich hinrenne? Ja, Batterieleistung erst nach. Ja, tut mir leid. Warum bin ich eigentlich so doof? Ich kann mich da einfach hin teleportieren. Wir haben doch extra das blaue Feuer gebracht. Ich habe Feuer gebracht, yo! Ich habe ein bisschen vom Pferd, suche dir ein nach landläufiges Wildpferd an und reite es zu. Oh, Dio, das wird so furchtbar. Zeig mal. Oh, ich kann Pfeile hoch. Ja.
Antike Axt. Oh, come on. Da fehlt. Oh. Oh fuck, da fehlt mir so einiges. Oh, come on. Ich kann nur 3 Pfeile kaufen. Oh, fuck. Ja, machen wir. Ja, okay, alles klar. Ach, Moment mal, da kann ich noch bei ihr mal sagen, ey, Idiot. Ich war da auf dem Schrein und hab das und das gekriegt. Aber wo die Liebe auch hinfällt. Ich meine, wir haben 50 Jahre alles erwischt. Ach so, brauche ich das wieder. Okay, das spielt keine Rolle. Okay. Ist er doch weg? Ach ja, ich glaube, ich habe die mit dem Pfeil erschreckt geschossen. Ja. Bringt aber jetzt nicht wenig. Bei Pokémon sind sie wieder da. Was schon irgendwie merkwürdig ist, weil also ich meine, die Wächter sind ja weder so Monster, noch sind sie eigentlich Ganons Untergebenen. Ich kann halt das Schild zerbrechen. Ja, okay, ich will es überleben. Hui! 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 Autsch. Knie aufgeschrammt, aber hey, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich habe mehr Bombenpfeile als andere Pfeile. Sehe ich richtig? Ich habe 5 antike Pfeilen. Das heißt, ich kann also 5 antike Wächer abknallen. Wenn ich mich nicht doof anstelle. Natürlich gibt es auch die Methode, den Schuss zu reflektieren. Fragen wir mal den hier. Also Cardis, Dr. Arch in dieser Welt. Du bist doch der, der die Quelle der großen Fee aufgespürt hat. Was für ein Zufall. Fun Fact, wenn man die Mission nicht macht mit der großen Fee, also mit der Quelle, dann fragt er einen so, kennen wir uns irgendwoher? Du kommst mir so bekannt vor. Und wenn man das mit der großen Fee gemacht hat, dann... dann gibt er auch einen Hinweis, wo die besagten Quellen sind. Also die, wo da eventuell die Orte sein könnten und wo man die Erinnerung findet. Dieses Bild. Diese Quelle und die Statue der Göttin kenne ich. Das müsste die Ruine in der Ebene von Nord-Akala sein, die sich westlich von hier erstreckt. Wenn du von hier aus geradeaus nach Westen gehst, findest du die Stelle sicher bald. Genau. Also er gibt so den Weg... und sag, ja, gehen wir da und da hin und so. Kann sehr viel was bringen. Ach, Moment mal. Ja, kaum spielt man eine Zeit lang ein anderes Spiel, dann weiß man nicht mehr, wie die Steuerung ist, so muss man sich erstmal eingewöhnen. Ah, okay, das war mit den Ruinen. Okay. Nee.
Okay, dann ersparen wir mit dieser Lauferei. Und kürzen dann ab. Oder soll ich von hier aus? Wie bauen wir hier? Ich das jetzt auch schaffe jetzt, was ich habe mit der Zeit, also ist doch innerhalb von 20 Minuten, ja, ja, ich meine jetzt innerhalb von 10 Minuten, weil ich wollte immer eine halbe Stunde machen oder so, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil in dem Part habe ich überhaupt so gut gar nichts gemacht. Okay, ich sollte schnell mal runtergehen, sondern der Friedling. Ja, komm schon, Junge, du bist doch schon auf dem Weg nach unten. Und ich sehe da einen Schrein. Ja, okay, dann mache ich einfach jetzt mal schnell den Schrein. Dann habe ich hier noch wenigstens etwas gemacht. Ich soll natürlich auch die Ausdauer im Auge haben. Habe ich irgendwas zu essen? Ach ja. Ich habe ja in einem Part gesagt, boah, ist ja nicht beeindruckend. Also das hat sich nicht groß, also da ist kein großer Unterschied, wenn man das, wenn man bei dem Rezept Monster Essence reinpackt. Ich habe nicht bemerkt, dass Kraftmilz jetzt gut 30 Minuten anhält. Das habe ich übersehen, Leute. So. Und ich habe gerade eigentlich eine gefährliche Lektion nicht beachtet. Nämlich, achte auf deine Ausdauer und gleite nicht so weit. Schon gar nicht, wenn irgendwo unter dir Gewässer ist. Ah. Hier bin ich also. Moa Kisero Schrein. Okay. Sieht echt cool aus mit der Brücke, oder? Ich aber so sehe, den Schein hätte ich eh machen müssen, weil er am Nähe eines Pferdestalls ist. Ich könnte eigentlich den Teleporter einfach nur aktivieren und das war's. Weil ich wollte es eigentlich auch so machen, dass ich nicht alle Schreine besuche. Einfach aus einfachem Grunde, weil ich möchte später mir das, wie heißt das noch? Epanator Sio holen. Also diesen Endgeil-Motorrad in den Einhorn-Stil. Aber so muss ich auch. Ach, das. Oh, cool. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Moa Kisiru. Im Namen der Göttin hier sollst du nun geprüft werden. Die Kugel öffnet den Weg. Was soll ein Wasser, was weiß ich. Okay, mal ganz kurz zurück. Was hat das, dieser endgeile Motorrad mit den Steinen zu tun? Ja, das Problem ist, wenn man nämlich die ganzen Schreine schon gemacht hat, dann lohnt es sich eigentlich nicht mehr so großartig durch die Gegend zu laufen. Jetzt hier zu fahren. Schnell. Okay, das brauche ich jetzt. So, also da halt zu so sagen, aber wenn ich jetzt. Okay, jetzt wird's schwierig. So. Ich glaube, wenn ich jetzt die Kugel da stehen lasse, wird sie hoffentlich nicht wegrollen. Diese Stacheligen machen das nicht sehr gerne. Okay, und ja, also ich wollte also tatsächlich deswegen die ganzen Schreine. Ein dritter Schritt, okay.
Ja, aber gleich wird Platz sein. Machen, damit ich eigentlich auch wirklich noch durch die Gegend tingeln kann. Weil ich meine, wozu brauche ich ein Motorrad, wenn ich kein Ziel habe? Versteht ihr? Das ist nämlich das. Und so habe ich jedenfalls da noch eine Möglichkeit, um mal zu den ganzen Schreien zu fahren. Ich sollte auch das Schwert nehmen. Wo ich hier so diese netten Schreien sehe, Tobinato hat das ja auch geletsplayt. Und wie er so manche Schreine gelöst hat, also das geht echt unter keiner Kuhhaut. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern wirklich Wahnsinn. Was der so manchmal für Methoden? Also, ja, das schiebe ich mal so. Ich habe keine Lust, dass ich hier vorbeigehe und dann boom, mich die Kugel umhaut und ich in die Lava falle. Das ist nämlich auch so. Aber hier hat... Also bei diesen... Nein, nicht nach oben, sonst fuschen die durch. Die Kugeln und hauen dich um. Und dann verliere ich die Kontrolle über die Eisenkugel und die rollt dich auf. So. Ah. Kommt da noch eine? Ah, ist dicht. Gut. Und dann kommt plötzlich noch eine. Bumm. Und ich bin tot. Was mich zerschmettert hat. Ach, also. Wie hat Tobina das gemacht? Also, der hat diesen Schrein ganz merkwürdig gelöst, aber er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Aber er ist nicht auf die Idee gekommen, dass er eigentlich mit dem Magnetteil die Eisenkugel nehmen sollte. Und das vorschicken. Also zumindest ist er später drauf gekommen, aber machen wir es mal. Maske runter. Es wirkt so ein bisschen unhöflich. Mal zu untersuchen. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Lilia verleihe ich dir ein Zeichen der Befehlung. Und hinter uns unten wird er mächtig Party feiern. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Mögliche Göttin hier dir beistehen. Juhu! Endlich Rente! Hat ja auch nur ein bisschen gedauert, so über nur 10.000 Jahre. So. Haben wir es geschafft. Und ich sehe, das alles gut noch in der Zeit. Oh, ein Pfeilchen, das schnappe ich mir. Sportpfeilchen, cool, hätte ich vielleicht abfotografieren sollen. Also, was sind meine Schlussworte? Ach ja, wenn es wieder euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo und sagt mal noch was dazu. Ach ja, ein Like würde ich mich auch freuen und so. Aber habe ich ja schon gesagt mit Daumen hoch. Also, see you later.